Ja, guten Abend, ne, und herzlich willkommen zu Astral Ascent. Zusammen mit Sunny. Heute mal ein kleines bisschen später. Bei Sunny gab es leichte Komplikationen. Ach, warte, ich muss dir noch jemanden auf deine Schulter setzen. So. Kann ich ja nicht alleine da sitzen lassen. Ja. Der musste die guten Dinge zuflüstern. Der muss ja die einzig wichtigen Dinge zuflüstern. So. Kannst ja erstmal einfach R1 nur drücken. Wollte ich ja heute mal Ja. mit einem anderen spielen. Im Übrigen, die Daily Booster habe ich mir schon angeguckt. Davon hat nur eine Sinn gemacht. Ich zeige dir gleich auch, warum ich das direkt so sage. Aber erstmal müssen wir die ganzen Gespräche hier noch absammeln. Die haben wir letztes Mal, glaube ich, noch übrig gelassen. Stimmt. Ist meine Maus hier oben gerade so? Geht, okay. Ich bin nicht jedes Mal am Umstellen. Ja, bei ihr sparen wir momentan darauf, dieses Ei erstmal zu boosten. Jetzt kann ich die hier eben kurz zeigen. Also hier war halt nur Summons ein permanentes Spitzschwert, ein Risp oder das Pavo weniger kostet. Und da habe ich dann direkt auf Pavo gedrückt. Weil die anderen beiden machen wenig Sinn. Ja. So, sie will noch ein We felt a Gespräch? magic disruption from the Crimson Highlands. Did you beat Aquarius? Yes. I think my mother would have a lot to say about the Es magic gibt that übrigens einen they Erfolg dafür, wenn wir mit 12 mal so eine Sequenz auf der Bank übrigens haben. Okay. Ich habe mich da halt einmal durchgeguckt. Die haben offenbar auch alle noch so eine upgradete Version, die ganzen Zodiacs. Also, das kann ich ja gleich sogar einmal kurz zeigen, bevor wir reingehen. Ist wahrscheinlich so ein Postgame-Concept-Gedöns, schätze ich mal. Bei ihm haben wir nichts. Die werden uns auf der Karte angezeigt, wenn die irgendwas haben. Wir hatten ja noch ein paar Geister. Ja, genau, Gut. zwei. Ich übernehme mal. Nee. Willst du Barbecue oder Simsim? Die Pflanzentusse. Once upon a time, there was a Jasminus by the name of Simsim. As every Jasminus did, Simsim possessed twice more neurons than the average galactic species. And for good reason, she simply had two brains. Armed with this vastly increased knowledge, young Simsim dedicated her life to her passion for flora. She became the youngest scientist on the Jasminus mothership, specialized in botanical research, a very rare and valued position. Die Frau ist immer gut drauf. Der Kosmos, das Barbecue ist übrigens dieser Drache. Once upon a time, there was a magic being known as the Astral Dragon, who reaved through the cosmos, exploring without a goal in mind. It was said that he could grant wishes. And that with each blessing he bestowed, an egg was created and trailed his parent in the void of space, like a shooting star. Occasionally, said egg would crash on a planet, in which case the dragon had to wait for it to hatch before resuming his wanderings toward the distance. Hier ist offenbar auch noch irgendwo eins, bei Kelly. Ach komm. The princess. Once upon a time, there was a young noble who went by the name Kelly. She was born to one of the oldest families of planet Lunides. And as a Lunid noble, she had to learn to respect the ways of the uniform as well as Lunid traditions. She was the only girl among her siblings. As a result, she was very coveted, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, and made to be a part of a number of arranged marriages. Kelly also had to attend many balls for which she had to learn dancing and the arts, while her brothers were preparing for war against the tyrant. Eigentlich, also so zur Zeit von Königen und so weiter hatten Prinzessinnen es eigentlich echt scheiße. Die hatten keine, die hatten ja keine Auswahl, was sie durften, ne? Ja, coveted heißt bei sowas wie begehrt sein oder begehren. Mir ging es nur darum, dass ich es wahrscheinlich falsch ausgesprochen hatte. Ich wollte es mal erwähnt haben. Der will offenbar auch so nochmal mit uns reden. Dann mach das gerade mal. Ich muss gerade mal eben gucken, dass ich mein Headset angeschlossen kriege, weil das schreibt mir gerade ins Ohr, was leer. Wo ist denn das Kabel dafür? Ja, gut, schon wurscht, nämlich das hier.
We know this to be true, as we witnessed its creation. So, hab mal alles ein bisschen lauter gestellt. Jo. Ich pass mal Auge. Es gibt logischerweise auch einen Erfolg dafür, wenn du alle Katzen findest für die Skins. Na dann, rein da. You will elect to stay with us and enjoy our little garden. Nothing is out of reach for you, Octave. Ich finde, das ist sehr nett gegenüber dem Multiplayer, dass der andere Spieler gar nicht erst angesprochen wird. Mhm. Okay, Spider Fresh 2 Spinman Sword. If enemy life is full, I place 2 electricity. Was hättest du gerne? Ich lasse dich zuerst entscheiden. Ich nehme den hier. Okay, dann gehe ich wieder auf den Electric Build. Oh! Ich weiß, was ich mitnehme. Ich brauche gar nicht nachdenken. Geh mal kurz weg, ich weiß meins schon. Das ist... Okay, das ist Gravitas. Da brauche ich gar nicht überlegen. Tiger Round. Wenn ich Gravitas kriege, dann muss ich es auch mitnehmen. Nee. Nee, also entweder den oder den. Entweder den Tiger Roundhouse Kick. Oder den Dash Move hier. Wind through Belly, Swing and Blaze on the way. Warte mal ganz kurz. Ja. So, jetzt sollte eigentlich passen. Ich glaube, ich nehme den Roundhouse Kick. Du hast ihn und verkauft. Oh. Gedrückt halten ist verkaufen. Ja. Nehmen wir das, dass wir länger in dem Move drin sind. Ich brauch gar nicht überleben. Heilung ist immer gut. Bei Heilung sage ich nie nein. Oh, Gambit. Ah, der Einfache. Jetzt kriegen wir erstmal einen Begleiter. Nice. It is a simple memory game. I will shuffle 4 cards in front of you. You'll have to unfold them one by one and in the correct order. Zero mistake allowed. Also mit aufpassen. Mhm. Drei, zwei, eins, vier. Ich sag ja, der Einfache. Okay, es ist halt nicht mal schnell. Ja, ich habe erwartet, er macht's länger. Wenn das länger machen würde, wäre es fies irgendwann. Capricorn gets shield for 6 seconds, velocity and move speed for 10 seconds. Capricorn also creates meteor during the summoning. Willst du den Schild haben? Mir ist es egal. Nimm du den ruhig. Ich nehme den nächsten. Ja, du hast ja deinen Konter, dann habe ich auch ein Schild dabei. Ich musste dich nicht überreden, gut. Das ist immerhin der einfache Raum. Also ich finde, gegen die Bosse ist der Konter broken. Gegen die einfachen Gegner kannst halt. Ja, die haben ein beschissenes Timing für das Ding. Ja. Boah. Oh. Ich bin dankbar für meine Drohne, dass die Heilung mit Intus hat. Glaube ich dir. Aua. Na, verdammt, bin tot. Gott, ja. Gerade so hinbekommen, ne? Oh nein, ich hab einen Lag. Keine Sorge, er will gerade eh mich. Ja. Toll.
Lass mich dann den... Dann guck erstmal, dass sie einmal bis... Oh Gott. Du machst das! Ey! Frech, 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 frech. Aua. Konzentriere dich lieber auf den Kampf. Nein! Der erste Run lief gut! Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ey, wir haben Katzen gefunden. All is well? My mother trained. I'll try again. Was drückst du so durch? Und welche neue Schuhe? Hose. Come here to celebrate. Ja, einfach Dreieck. Das sind das sind einfach nur die Achievements von ihm. Ich meine aber nicht, dass es für die Eye-Verbesserung reicht. Ich meine, die hat 6000 gekostet. Nee. 5000. Um Gottes Willen. 10.000 für die nächste. Aber es ist worth it. Es ist worth it. Ja, es ist worth it. Everything about Gemma. These creatures have been training for literal millennia. Hallo, lass sie doch reden. How many hours? Since I first started walking. 148.920 hours. Hast du die Stunden gezählt, die du gelaufen bist und welche du gefaulenzt hast? Nein. Er hat's. So many gambits. You must be quite the traveler. I have been here before the ancient zodiacs. Me, the poetic peddler. Der hat nichts Neues für uns. Let's go. Hold on tight, my child. So, jetzt kriegen wir hier bessere Auras direkt von Anfang an. Dafür brauchst du erstmal Freeze. Enemy life is full applies to pacification. Ja, oh, das ist strong. Ja, das hier, rechte ist nur praktisch, wenn du auch Freeze bei dir hast. Wenn du ein Freeze-Bild spielst heute. For each Freeze deck on an enemy increase critical hit chance. Um 2. Ich finde nicht mal, dass sich das lohnen würde. Ich finde Savage das Ding. Hallo, Ken. Ja, der sah lustig aus. Fünf Sekunden länger. Selbststörung macht Eisbomben. Oh, 2 mehr. Ah, dafür bleiben die aber nicht besonders lang. Jetzt. Boah, wir sehen das bei Damage. 100% Critical Hit. Also, das ist definitiv ein Crit, den du da austeilst. Gambit? Gambit. I knocked down the closest body. Lightspeed Fist. Preview. Vom Prinzip her brauchst du dir die Orangen nur angucken. Der rechts ist allgemein. Blau ist immer allgemein. I summon 2 stone fists on my side, dealing massive damage to bodies and knocking them back. Okay. Helping hands, got it? Ja, ich hab's gerade auch gelesen. Nee, den Move mag ich irgendwie gar nicht. Das ist wie gesagt allgemein. Den kann jeder nutzen. Das sind 3 Sphären, die um dich herumkreisen und einmal Schaden machen. Nee, also da finde ich die Ravaging Spheres besser, weil die halt durchgehen, weil die piercen. Ja, und vor allen Dingen, du kannst mehreren damit schaden. Ja. Ich nehme das. Safe. Gut, gedruckt halt. Hallo. Ja, ich kann deine nicht savagen. Ach, wieder eine Challenge. Oh ja, meine der Lieblingscharakter in der Hinsicht. Die ist richtig gut, wenn man sie hat. Hit a certain number of lava
claws into the grounds to keep them from exploding. It's just whack-a-mole. Do a plunging attack to hit them hard. Should be easy for you. Man sieht, das hier ist spaßig. Nein! Einer! Ich habe aber auch ehrlich gesagt die erste Sekunde geschlafen. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum du nichts tust. Ich hab was getan, es war nur der falsche Move. Ja. Komm, diesmal schaffen wir ihn. Mein Leben ist sogar derselbe. Helping hands, got it. Oh nein, ich konnte nicht mehr dodgen. Du lebst, ne? Ja, ich hatte einen Lag, da konnte ich nicht viel machen. Du machst das! Die beste Chance okay, hast du nicht! Ewigkeiten, bis er hier ist. Ja. Das ist der beste Moment, wo ich... Aua. Der Angriff ist fies, der Rest von ihm geht. Man muss dann einfach nur ein bisschen wegbleiben, bis man wieder angreifen kann. Ich war zu langsam. Ah, shit. Ja komm, komm in die Richtung. Oh, der dreht sich. Ja, der dreht sich halt nach einem hinterher. Ah, leider ein bisschen zu weit weg. In dem Moment musst du übrigens springen. Ich versuche da teilweise durchzudodgen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fehler ist. Muss nur weg von mir bleiben. Der will immer meinen Arsch. Oh, komm, ich war mit einem Move drin. Töte ihn erstmal. Es sagt sich so leicht. Ach, Lupus hatten wir noch gar nicht besiegt. Oh. So, wir können uns beide erstmal einen Slot gönnen. Ja. Lightning Dance oder Helping Hand. Beides hat. Die linken beiden sehen jetzt schon für mich kacke aus. Meteor ist in Ordnung, aber der ist Lima. Ich habe jetzt quasi eine 40% Chance, zwei Eis-Items zu generieren auf jedem Hit. Okay, auf dem Teil mache ich einfach nicht die Items, die ich draufpacken sollte. Ja, wir brauchen Schlüssel. Ja. Und Heilung. So, ich gönne mir die Crit-Chance. Jo. Und ich mach mal die Vulnerability-Fähigkeit besser. Mach das. Weil dann machen die auch, ist die Chance höher und sie machen Lightning Orb, wenn sie sterben dabei. Summon the Sphere releasing Lightning as it moves forward. Du machst so eine Sphäre, die auf die Gegner schießt. Das ist ein Spell von dir. Hat so ein bisschen was von Genki-Dama. Ja, so ungefähr so funktionieren auch die Lightning Orbs. War alles scheiße. Oh, guck mal, hier ist ein Punch für dich. Ich nehme mir noch ein weiteres Geschütz mit, ist besser als das andere Ding hier. Ja, den nehme ich. Du weichst damit auch aus. Das ist ganz gut an der Attacke. Vergiss nicht, den alten zu verkaufen, dann können wir hier noch eins mitnehmen. Ja, mach ich. Ice Idol, Missiles, Pacification. Für mich ist da nichts drunter. Der Freeze ist ganz nett für, hier, welcher war das? Der war das, Lightning Dance.
Electricity. Genau ein einziger. Ihr erwähnt hier an der Stelle übrigens, bis zur vierten Ebene brauchen wir uns nicht aus dem Bild packen, weil wir bis dahin alle Bosse gesehen haben. Also hier ist jetzt nichts Neues. Komm, den Lulatsch. Schade. Ist doch ein Lulatsch. Ich meinte den Lulatsch mit den Büchern. Sag doch den Billo. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mal die... Das ist jedes Mal ein anderer Text. Das ist jedes Mal ein anderer Text. Okay. Ich glaube, die haben so über 200 verschiedene Texte, die sie sagen. Pro Charakter, also... Bei ihm musst du dich nach dem Schwert orientieren. Ich habe zwei Geschütze aufgestellt. Ich liebe den Konter. Heute, das Sword! Na komm. Du musst dich mit den Dingern oben halten. Ich weiß. Oh, der dreht sich. Der dreht sich in dem Moment, wie gemein. Los, bin ich drin! Der mag dich. Ich glaube auch. Nein. Oh, ich dachte, es kommt noch ein Angriff. Er ist gleich down. Achtung, er zieht sich hin. Hab's gemerkt. Ach, komm schon. Okay, aber der lässt sich trotzdem angreifen. Ich dachte, der hat immer noch die Bubble um sich. Nur während Bubble ist der unantastbar. Ja, ja, der hatte die Bubble, aber in dem Moment halt, wo er den Spell gecastet hat, hatte er die Bubble und danach halt nicht mehr. Oh, das hier ist mit Leben. Ach, nur Max Life. 20 Max Life bringt sie jetzt nicht so sehr. Hm. Ich meine, die verbesserte Version ist jetzt auch nicht so unbedingt der Bringer. Ja, nur maximal 50. Na gut, die verbesserten Versionen sind aber ganz gut. Ja. Bringt bei mir mehr, weil bei dir ist ja nicht so auf viele Hits angelegt, sondern eher auf kräftige. Ja, ich mache eher starke Hits, das stimmt schon. Ich nehme das mal mit und verbessere das auf jeden Fall. Ich glaube, ich den Eis. War das Ice Idol, was ich hatte? Ice Idol? Genau, ich hatte eine 40% Chance, zwei Ice Idol zu generieren. Dann würde ich die Ice Idol Damage erhöhen. Oder? Besser als nix. Und kann auf Stufe 2 Pacification machen. Stufe 3 brauche ich, glaube ich, nicht. Toxic Gas ist eher wack, aber Pacification ist geil. Das heißt, einmal aufleveln würde ich es auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, sobald ich meine 4 habe, dieses komische Electric-Ding wegpacken, weil Electric habe ich leider nichts derzeit. Kriegt mir gerade gar nichts. Das Electric-Ding bringt uns gerade gar nichts. Außer ich krieg noch irgendwas dafür. Apropos Electric. Basic Hit kann Combustion machen. Ne, ich nehme die 3 Lightning Orbs. Ja, ich kann nicht auf Rocket Hits gehen. Der schießt keine Rockets. Ja. Nee, der geht eher fast zusammen mit Free Yali. Du musst das mal 3 rechnen. Ja, das heißt, du machst quasi 9 Yalis. Und Basic Creates 1 Combustion, Creates Ice Idol. I mean, wenn ich verkehrt. Die für die Basic Hits kannst du sowieso nicht rerollen. Nur die für den Signature Spell kannst du rerollen, wenn die kacke sind. Creates 3 Thunder Strikes, Ice Swords, 2 Plasma. Ice Swords klingt 6 Stück, das klingt nicht so schlecht. Die machen einen Hit. Die sind wie das Bildet. Die gehen einmal auf den Enemy, machen einen Hit und dann sind sie weg. Die sind das Spell Cooldown bei 99%. Alter, du kannst einfach durchgehend den Counter machen.
Es macht nur die, aber es macht die Defense Stance Time ein bisschen runter, aber du hast ja den anderen, der das wieder hoch macht, oder nicht? Ja, genau. Also das mittlere, das ist mega heftig. Das macht den einfach mega OP. Gambit? 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 Hab ich Gambit gehört? Gambit! Gambit! Gambit. Aber nicht, jetzt kriege ich mal ein paar gute Gambit. Bestimmt. So, ich rufe meine Armee. Meine Armee der Katzen! Gott. Mau! Oh, da oben ist irgendwas. Ja, wenn da so eine Plattform ist, dann ist da immer irgendwas. Die sind da nie ohne Grund. Ja. Wir können auch, obwohl das hier lohnt sich erst, wenn wir bei allem was Gutes haben. Ja. Also ein Spell. Kannst dir ein Spell aussuchen oder alle Level, alle um ein Level höher. Dann eher einen vierten Spell. Bin ich für. So, links sind meine. Guck du ruhig zuerst. World Ender. Ah, ist aber nur ein Feuerball. Komm, nehmen wir das. Alles ist besser als der Standardschuss. Der hat halt nicht mal ein Element drauf. Adustio klingt gut. Keyblast. Ich hab jetzt zwei Feuer, zwei Eis. Adustio, ich kann jetzt einfach vor mir so eine richtige Feuerwand machen. Die macht auch ordentlich Damage. Oh, dann wollte ich noch servagen. So. You come here. Du packst das. Win this fight now. Ja, du packst das. Ich glaub an dich. See this dummy. Time to show it who the most. Du musst einfach nur Damage drücken. No other rule. Deal damage as you see fit. Du musst nur mehr Schaden machen als er. Wait for the challenge time to finish. Also hau auch ruhig die Spells raus wie Sau. Momentan liegst du vorn. Ich glaube an dich. Oh, da hat sich gegen Ende nochmal ordentlich Damage gemacht. I overestimated your skills. I cannot join you. Ich konnte nicht viel mehr Damage machen. Ich habe an dich geglaubt. Ich habe die ganze Zeit Spell rausgezimmert, wie ich konnte. Viel mehr konnte ich auch nicht tun. Meine Special ist ja leider ein Konsole. Wenn der Gegner nicht angreift, ist das schwierig. Ich glaube, bei mir wäre es besser gewesen, wegen dem Yali-Sturm. Ja, und du hast halt ein Special, den du benutzen kannst. Ich konnte meinen Special nicht benutzen, weil, ja, Konter. Ich glaube, du konntest seinen Angriff ausnutzen. Das weiß ich nicht. Du hast Angriffsgeschwindigkeit übrigens. Oh ja, rein da. Und, was Gutes? Ignition wird zu Poison Ignition. Ach, du kannst ja auch diesen Zauber gönnen. Den nehme ich. Du hast halt keine Ignition. Doch, habe ich. Hast du? Burn kann Ignition auslösen. Okay, dann. Also... over time sets enemies on fire. Außerdem habe ich sowieso ein Feuerbild bei mir, also passt schon. Okay. Na dann. Ich nehme lieber das hier, anstatt den Yalis. Echo. Endlich das gute Zeug. It'll speed up my journey. Das nimmt auf jeden Fall einer von uns mit. Let's go together. Ja, damit. Das klingt nicht verkehrt. Ja, aber das setzt voraus, dass du dich heilst.
Klingt auch nicht unbedingt, da brauchen wir nicht unbedingt mehr Keys farmen. Veriflash or Luna Pierce and invokes a Cauldron Shopping 12 projectiles towards enemy to Cauldron Squids 10 Slimes. Gambit! Ja. So far so good. Ja, liebe. Ich hatte den Spell Reflash, also von mir sind die Slimers. Beziehungsweise von mir, ich glaube, der Kessel kam von dir, oder? Warte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, nee, der Kessel, der kam von mir tatsächlich. During a fight, Yali regularly appears and randomly gives shield, move speed, velocity and rage, Yali madness, infinity mana, barrier of thunder dash. Du kannst halt alles bekommen, ne? Basically. Es ist ein Glücksspiel, aber es ist ein gutes Glücksspiel. Weil du kannst eigentlich nur gewinnen. Ja. Yali madness? Was ist Yali madness? Ich glaube, bei jedem Angriff kommt eine Yali. Nein, Glossary. Bonus Effect Creates von Yali und Spellcast. Und Spellcast, okay. Und weiß ich, dass bei Yali Madness meine Spells rausholen muss. Naja, zumindest wenn Gegner da sind. Achtung, hi. Mein bester Freund. Ach, wir haben eh nur einen Schlüssel. Suchst deinen Schlüssel, du findest ihn nicht. Ist das Ignition? Nee, ist Fire. Das ist eigentlich ganz gut. Und das ist auch egal, wer von uns das nimmt. Ich nehme doch den Helping Hands. Ja, ich nehme das Feuerding, brauche ich gar nicht wirklich überlegen. Guck, hier habe ich Ignition. Hm. Und das Ignition, das macht jetzt bei mir auch gleichzeitig Gift. Also ich tue den zwei Statuseffekte gleichzeitig an. Jo, so, erstmal. Ach, wir können noch nicht rein. Och Mann. Ich wollte Luck testen, ob wir einen von denen mitnehmen können. Mach du zuerst. Nein, warum jetzt erst? Ja, verbessere du ruhig zuerst das Wild Breath. Endlich. Endlich was Gutes. Incendium. Ist das einer von meinen oder einer von deinen? Incendium ist meiner. Ja. Und das ist ein echt beschissener. Weiß nicht. Also wenn man extrem viel Attack Speed hat, selbst dann ist Incendium kacke, weil der schießt du alle 5 Sekunden in deinem Rhythmus. Vulnerability brauche ich. Ich habe was, das hier zusätzlich was macht, wenn ich was angetan habe. Velocity. Ah, es increases Attack Speed. Na komm, habe ich hier drauf. Das hat viele Hits. Jetzt will man es davon haben, wenn. Obwohl. Das eine hast du ja schon gekauft. Du hast schon deine Art von Schild. Aber ich kann es mir nicht leisten. Hier kannst du eine Eis-Idol kaufen hier. Hier. Wie? Dafür hat es noch gereicht. Auf dem kann ich nicht. Dann gehe ich da drauf. Der hat nämlich auch als Bonus. Don't overdo yourself out there. Come on, Zodiac. Show yourself. Hallo, komm runter. Ich warte mal hier oben, ne? Ich warte mal hier oben. Voller Sack. Oh nee. Oh nö. Nicht die. Not you. I hate seeing you. Gleichfalls. I find you rather pretty. Oh, der steht auf sie. What?
Me? Pretty? Stop calling me pretty! Okay, okay, wir wissen seine Präferenzen jetzt. Das ist nicht der Zeitpunkt. Weißt du, jeden anderen hasst er? Ja, das hat guter Image übrigens gemacht gerade. Ich konnte es endlich mal sehen. Los, meine slime Armee! Alter, das macht einiges an Damage. Ja, du willst nicht in dieser Kreissäge sein. Das war übrigens der Grund, warum wir beide Uni sagten. Au. Au. Aua. Wie sehr unangenehm die Troller. Ich hasse hier Attack-Pattern, ich komme darauf nicht klar. Oh, klar. Ach komm, genau wenn ich gemacht habe. Movement Speed, das ist gerade ganz geil. Oder auch nicht. Ich hasse die Tons. Ja, die stimmt. Ja, die ist auch schrecklich. Ja, ich werde von dem Move jedes Mal gehittet. Ich mag den Move nicht. Ich bin gleich wieder tot, ja. Ich kann die Frau nicht leiden. Eine bessere Chance kriege ich nicht. Ach komm! Guck dir das an! Ich konnte sie aus dem Leben gerade. Ach nö. Würde mich gerne heilen. Lass mich in Ruhe. Du darfst nur nicht bei den Fadenkreuzen sein. Ja, ich weiß, das ist aber immer einfacher gesagt als getan. Alter, Alter, Alter. Du bist aber ein HP, ich seh's. Ach du Scheiße. Scheiß drauf! Ich hatte bessere Chancen, wenn ich dich belebe, als andersrum. Ja, alles gut. Oh, was ist, ich hasse die. Also wenn die rankommt, das ist immer so eklig. Ich mag ja Angriffsmuster absolut nicht. Ich mag ja die Kreissäge. Wir haben einen Spell freigeschaltet, wahrscheinlich für dich. Ich komme für Angriffsmuster absolut nicht klar. Ich mag halt nicht, wenn die Feuerbälle kommt. Das hasse ich übelst. Den kannst du so beschissen ausweichen. Is that encouragement? Thank you. You're a strange one, dear. I don't get what goes on in that head of yours. Although, I have an inkling. I don't get you either, Ordon. But I'm on your side. Okay, erstmal hier hinten das abholen. New rewards for you, mighty warrior. Sind schon mal bei 1100. Wir haben eine Lore gefunden. Eine einzige. Oh, Octave, in dem muss ich vorlesen. Ich nutze ihn ja. The Tyrant. Alas, the plan did not come into fruition. The ancient blood injected into Octave's arms was the fusion remnants of a magic similar to the Tyrant's. When he found the mother and son, the villain could not contain his wrath. Again, paid for this plan with her life. Das war übrigens seine Mutter. Octave was kept alive because of his unique condition and become one of many pieces in the Tyrant's collection. Die Storys, die geben auch immer so 100. This is the best part. Willst du lila eine Schuhe? Nein. Ich will mal das haben, dass man den anderen auch so rerollen kann. Für die Basic Attacks. Ich mag die. Same. Ach, wir haben für Eaton Seen Spell freigeschaltet. Wie groß muss das Schwert sein? Wieso gibt man das zurück? Backslash Vibes. Ist halt 1 zu 1 der Move. True. Oh, warte, die Skin-Tussi, die will noch irgendwas. Ach ja, wir haben ja generell neue Skins. Ja, komm, zieh ich die mal an. Ich guck gleich auch mal, was ich da so hab. Als wäre ich in den bunten Topf gefallen. Warte.
watching you defeat him is, let's just say, I hope you meet the real Taurus one day. Taurus war der Lulasch, den wir als erstes geklatscht haben. Ja. Stimmt, ihn hast du ja gar nicht angepasst. Nee. Ja, das Grün ist in Ordnung. Haare. Schwarz. Du bräuchtest goldene Haare. Und den orangenen Anzug. Obwohl seine stärkste Stufe ja mittlerweile weiße Haare ist. Ultra Instinkt. Nee, das ist grau. Das ist kein. Kannst auch mit Blau nehmen, dann ist Ultra. Super Saiyajin Gott. Super Saiyajin. Beziehungsweise Super Saiyajin Blue. Ja, das dunkelblau, ne? Eher, ja. Ja, eher. Bei Vegeta ist es dunkel, bei Son Goku ist es hell. Im Manga ist es sogar noch ein bisschen weiter. Da hat Vegeta noch eine Form erreicht. Ja, okay. Ich glaube aber, dass es Ewigkeiten dauern wird, bis das im Super-Anime fortgeführt wird. Es gab einen Trailer, dass ein neuer Dragon Ball-Anime jetzt kommen soll. Da werden die komischerweise alle wieder zu Kindern. Also nicht nur Goku, wie bei GT. Okay. Nur, dass es halt wirklich jeden Charakter betrifft, sogar Bios und so weiter. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der die Serie, die neue, dann jetzt heißen wird. Er hat nichts Neues, ne? Nee, da würde was gelb leuchten. Was meinst du, kriegen wir gute Augen zum Anfang? Sunny day. Good sign. Backup creates to meet you. Okay, das ist nicht schlecht. Was hast du? Na gut, wandelnde Bomben. Bestimmt alle 3 Sekunden Saplings. Ja, wandelnde Bomben, die ständig in die Gegner reinrennen, das ist der da. Das ist in Ordnung. Die Linken sind immer meine. Ich weiß ja, schon, welche ich nehme. Er sieht nicht verkehrt aus. Nee. Ich hab meinen. Void Punch. Pam. Den hattest du gerade eben. Das ist der Ausweichmove. Genau, das ist der mit dem Dodge. Aber ich glaube, der ist auch nicht ja, verkehrt. Ja, der Windturner abpass hat der. Ich sehe einfach nur, wie da durchgehend die Viecher um mich rumkreisen. Uppercut is so badass, it summons a tornado piercing through Betty. Nehmen wir den Uppercut. So, was Schönes. Target. Burn. Ah, okay, das ist ganz gut. Der Cooldown ist runter und sie bleiben länger. Du willst, dass sie brennen? Mit. Ja. Du willst die Welt einfach nur noch brennen sehen? Let them burn. Ah! Eine Challenge! Okay. Das muss ich auf jeden Fall machen, da ich keine Lex habe. Ja, wäre besser. Wie eklig darf es werden? Ja. Vom Prinzip muss ich eigentlich runterdodgen. Oder genau. Oder so. Ich habe alle Zeit der Welt. Das ich oh. ich habe das Ding verfehlt. Ah, oh, unangenehm. Da können halt so gute Rewards drin sein. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Burn die more damage. Create one Thunderstrike alle 10 Sekunden. Ja. Ich nehme lieber das hier, das ist wesentlich besser. Vor allem Ding. Davon die abgegradete Version lohnt sich. Warum ist bei mir nur Müll? Tiger Round. Also Adustio ist ganz gut, aber der Rest ist Müll. Lightspeed Fist, Ultra Loaded Knuckles. Creates one Slime, der ist auf Poison. Macht Slime Poison? Also der Slime kann, glaube ich, so ganz leicht vergiften.
Nee, der bounst du ein bisschen rum und macht Damage dabei. Ich glaube, ich gehe hier mit dem Tiger Roundhouse Kick. Huh? Kenne ich gar nicht. Das ist mir auch neu. Ah, doch, das kenne ich. Ich glaube, das hatte ich ein einziges Mal. Hier kann man einen richtigen Ultraspell mitnehmen. Okay. Also die mitzunehmen lohnt sich. Ja! Piskis! Die, Für den Linken würde ich sagen, lohnt sich der mehr. Das setzt voraus, dass du durch die Gegner läufst. Den nehme ich mit. Spell Orb. Find den auch nicht verkehrt. Hat einmal einen Hit in beide Richtungen. Also wenn wahrscheinlich eher den mit den Tornados, oder? Die Zodiac-Spells sind richtig stark. Und offenbar war ich doch zum ersten Mal hier, weil ich habe ja auch einen Erfolg gerade bekommen. Zum ersten Mal so einen Teil auszurüsten. Du nimmst die Klone. Den auf keinen Fall austauschen, das sind die Ultra-Spells. Da muss ich Gift draufpacken ohne Ende. Was brauche ich denn auf dem Spell? Eis. Okay, rein da. Ja, holen uns jetzt Gambits. Ich habe halt gerade leider keinen. Ey, guck dir mal meinen Zauber an! Kann man sich leisten? Nächsten kriegst du dann. Da kriegen dann auch die Meteore. Das setzt halt voraus, dass du im Gegner drin stehen bleibst, ne? Da ist übrigens wieder so eine Challenge. Ich weiß, deswegen habe ich extra eine Gegner reingestellt. Es ist immer halt das mit den No Damage kriegen. Okay, so weit, so gut. Ich hatte ein sehr gutes Timing. Sein Timing war legendär. Ich dachte, er würde jetzt weggehen. Da ist ein Eis. Aber ich habe leider keinen Slot, glaube ich, frei. Ach, fühlst du dich bereit? Beantwortet das deine Frage? So, du machst das, ne? Den finde ich tatsächlich im Vergleich zu dem anderen echt angenehm. Ja, ich muss nur einmal in seinen Moveset reinkommen. Ich habe den noch bisher noch gar nicht bekämpft. Ich glaube, der ist mir nämlich ziemlich neu. Der ist mehr ein Fernkämpfer als ein Nahkämpfer. Guck, ist schon tot. Was hat ihn jetzt getötet? Die Saplings! Meine kleinen Helfer da!
Ist doch klar, wo das hinkommt. Ja. Brauchst du irgendwo Feuer? Electricity, Eis. Nee. Na, dann krieg ich hier Feuer drauf. Hey, läuft doch gut bisher. Ist ja nicht bisher einmal heute gestorben. Gestorben? Wir sterben doch nicht, also wirklich. Der rechte mittlere ist kacke. Das bringt dir nur ein einziges Mal was, kacke. Ja, ich hab mehr Zapplings. Ich hab den schon einmal. Ist ja das Ding. Okay, die linken beide sind beide Mist. Der ein, weil hier Toxic Damage, also Toxic Gas, und hier, wenn der Gegner volles Leben hat, machst du einmal ins Bild. Ja, der haut einmal zu, danach kommt's nie wieder. Ja, ich nehme das mit erstmal. Ich habe meine ich auch, dass ich hier in Schadenhöhe habe momentan. Also kann ich das ruhig vorher erstmal mitnehmen. Habe ich zwei Kumpanen mehr. Saplings. Wir haben überhaupt keinen Schlüssel. Nicht einen einzigen. Ja, dann sollten wir da vielleicht lang gehen. Oh, ich komme. Hallo? Danke. Gehen wir in uns und blicken auf unsere Taten zurück. She suffers, as I do. But unlike me, she's always had a goal. Would you consider it a betrayal if I change sides? I don't want to abandon you, Mother. Onwards. Jetzt frage ich mich, über wen er geredet hat. Das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Mhm. Willst du oder soll ich? Frage beantwortet. Ach, ich nehme auf jeden Fall mal wegen dem Vulnerability-Ding, ne? Ja. Das Ding muss auf jeden Fall erstmal auf Maximum. Weil das Ding aufgelevelt ist richtig geil. Weil erstens, die starten mit 5-mal weniger Abwehr. Und wenn wir das dann noch auf 10 hochbekommen, dann kommen auch noch zusätzlich 8 Sparks, die durchgehend Damage machen. Das ist richtig geil. So, Ding, wohin kannst du mitnehmen auf deinem... Noch mehr Saplings, als ob ich nichts anderes haben will. Den würde ich mir zumindest erstmal mitnehmen. Okay, das war der Rundschuss, ne? Kannst du noch einen von den rechten Dinger mitnehmen, wenn du willst. Obwohl, warte. Reicht zum Rerollen. Nehme ich mit. Kleines Poison, der ist ganz geil für deinen Dingens. Und each it increases damage. Jetzt ist das nämlich auf Maximum. Und ich kann es auch direkt bei ihm jetzt nutzen. Wer auch immer jetzt vor uns steht. Das sind ja selbst hier, die gespawnt werden. Ja, oh. Der Lulatsch! Der, bei dem brauchst du halt legit nur die Bücher kaputt machen. Oh, so gut hat der Witch. Der ist so die größte Lachnummer. Nein, warum machst du genau jetzt das Buch des Schutzes? Und tot. Der angenehmste, den du bekommen kannst. Ja. Du musst halt nur die Bücher kaputt schlagen. Der ist wirklich entspannt. Irgendwas Geiles darunter.
Nope. Das wäre bei mir gerade ganz praktisch. Bei pro Mana, das verbraucht wird, kommt ein Target auf den Gegner. Ich habe sehr hohen Mana-Verbrauch. Und die mit Target, die sind safe in Crit. Ignition hat keiner von uns, glaube ich. Ich habe ein Feuerschild, das war's. Der macht keine Ignition. Nee. Nee. Nee, ich glaube, das bringt hier alles nichts. Nee. Nicht für mich. Dafür musst du mindestens 70% haben, dann hast du 20% mehr Angriff. Ja, ich würde nur gerne mir die Upgrades mal anschauen. I mean, das dritte klingt nicht verkehrt. Nur drei, ne? Ja, aber du benutzt ja auch arsch viele Spells im Fight, ne? Und Vulnerability. Ja, wir halt noch mal 5 Vulnerability drauf. Also wir müssen ja erstmal das bei mir auf jeden Fall auf Maximum bringen. Ja. Dann starten die ja sogar mit 10. Na gut, dann nimm mit. Oder ist... Ne. Ja, nimm mit. Ich find's lustig, wie da alle paar Sekunden immer so ein Ding aus mir raushüpft. Time to feel the sand, I guess. Release the basic attack critical chance and basic attack creates 2 ice fragments. Alle 8 Sekunden. Ah, dann machst du einmal Feuer auf dem Boden, ist mehr als das Eis. Ja, nehmen wir das. Create 6 ice walls, reduce the signature by cooldown by 4 Seconds und kriegst du das bei Damage. Dein Konter macht für eine Hälfte mehr. Good Idea klingt jetzt nicht so praktisch, sind nur 3 Sekunden. Nimm mal das. Zur Not kannst du auch rerollen. Nee, das passt schon. Das passt schon. Warum kann ich hier nichts rerollen? Ich nehme die Plasma. Alles kacke. Na gut, alle 3 Sekunden zweifeln Blitze, die runterrieseln. Ja. Vor allen Dingen mein letztes wehe sogar, dass hier Blitze kommen. Obwohl, es macht die Blitze nur. Schlüssel haben wir momentan 5. Lass mal ein bisschen Quarz sammeln, würde ich sagen. Aber wir brauchen auf jeden Fall beides, aber kurz oder lang noch ein bisschen. Du könntest besser Augen gebrauchen. Definitiv. Also bei mir, die sind ganz in Ordnung. Warte. Warum stehst du hier? Was willst du von uns? Oh, direkt auf der... nimm dir das. Direkt auf einer besseren Stufe sogar. Das darfst du ruhig vor meinem aufbessern. Davon die verbesserte Version war recht praktisch. Was machen wir denn weg? Den Thunderstrike kannst du behalten, der hilft dir selbst, wenn du tot bist. Ich würde sagen, die Wisp sind echt nicht so krass. Ja. Kannst du auch nehmen. Wenn man Spell castet, dann hat man die Chance, sich zu boosten. Die Dinge haben nie irgendwo einen Booster. Also, ja, dann mal gucken, weil die nicht wirklich als ein Element gelten. Dann... Nee. Feuerschild ist gut. Deswegen, ich hab überlegt, aua, ob ich den. Oh, ja, Pavo endlich mal. Wir haben ja, dass es bei ihm weniger kostet. Hast du da unten was gefunden? Nee. Vor allem den, guck mal! 5 Level! Wieso waren das jetzt 5 Level? Warum? Weil Luck! Let's go! Danach heil ich.
Ich kann nicht. Nee, ich kann nicht. Ich hab nicht genug. Ist man nicht Arius? Oh Gott. Ja, also, diesmal nicht schlafen. Das ist eine Herausforderung. Diesmal darf ich einfach nur nicht schlafen. Das sollte ich hinbekommen. Ich mach nur kurz meine Augen zu. Nein. Hallo? Gerade so. Hallo? Ich hatte die 15 von 15. Nein. Du hattest 14 von 15. Jetzt können wir es gut gebrauchen. Slow and steady wins the race. Guck mal, haben wir sogar noch vor so einen Boss noch hochgeheilt. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt. Oh, der. Nö. War richtig, dass wir uns hochgehalten haben. Hat erstmal einen Konter von mir gefressen. Oh, der ist jetzt schon gleich bei Half-Life. Ja, der Konter hat einiges an Damage gemacht. Die Meteore, die machen auch richtig gut Schaden. Das sind halt diese Ultra-Spells, die wir haben. Die sind so mega OP. Ja. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, haben wir es eigentlich auch nicht verdient. Warte mal, das da ganz recht, das brauche ich. Das hier brauche ich. Jo, kannst du haben. Ich will nur kurz gucken. Ich hätte hier gerne noch einen wieder frei. Und each hit 75% Chance, das drauf zu packen. Das packe ich hier drauf. Dann nehme ich ruhig das mit dem Empen. Warte mal, ich kann einen Slot erst frei machen und dann kann ich es drauf packen. Das brauche ich halt. Dann muss ich mir aber auch das nächste Upgrade gönnen, damit ich das hier aufbessern kann. Ich finde ich beide nicht so Yellow from the Egg und man ist ja nicht Savage. Weil, ne, wegen dem 8 Sparks bei jedem der 10. Ja! Hallo, rechts! Was waren das rechte? Echos! Ah, lol. Ja, die war ganz. Nee, das ist Protection. So, hier ist ein Spell. Und das hier muss ich mitnehmen. Okay, das klingt auch nicht verkehrt. Ich habe ja hier schon den Zeppling Booster und die macht 10 Zepplings pro Hit. Mhm. Ich glaube, ich nehme den mit. Invokes a pack of wolves across the field. Wolves, ja, die Frage ist, wie viele sind das? Das aktiviert sich auch nur, wenn du den Konter gemacht hast. Ja, den nutze ich ja eigentlich relativ häufig. Ah, was für eine schöne Aussicht. Tschüss. Das war's wert. Wir haben eigentlich halt genug Kohle gebrochen. Das war sowas von wert, darunter zu springen. Guck mal, wir haben einen Begleiter. Okay, da kommen einige. Aber irgendwie haben die gefühlt nicht getroffen. Aber gegen den einzelnen Gegner stelle ich mir das jetzt auch nicht unbedingt praktisch vor. Bei den Bossen könnte das ganz gut sein. Die haben eine große Hitbox. Das ist, glaube ich, ganz geil. So, warte, ich muss auf jeden Fall das Vulnerability-Ding hier boosten. Danach kannst du ruhig dein Max-Safe boosten. Da ist ein Zauber für mich. Und auch einer für dich. Na gut, wäre besser als Kaedis. Helping Hands. Helping Hands ist gut. Weil damit kann ich die wenigstens von mir wegschieben. Ich nehme auf jeden Fall einen Gambit mit. Und dann einen Slot-Unlocker.
Bei Spellcast nur 5, nee, ist jetzt nicht unbedingt so viel. Hatte ich nicht irgendwas? Genau, das hatte ich mit Freeze. Wie, ruhig mal. Ist vielleicht nicht verkehrt, tatsächlich. Gravitas hat einfach gar kein Element. Statt dem Twin Dragon Uppercut wahrscheinlich. Der Windturner war gut. Ja, der Twin Dragon Uppercut, der hat leider nicht genug Range. Das Problem, was ich daran sehe. Deswegen nehme ich eher die Energy Projectiles, da habe ich ein bisschen mehr was auf Range. Wenn die Projekte. Die Projekte haben wir auch vorher, das heißt, es würde mir sogar was bringen hier. Nehme ich das sogar mit. Brauchst du noch irgendwo Elektro? Bestimmt. Hier brauche ich, aber da habe ich voll. Hier brauche ich Elektro. Da hast du auch viele Hitchancen. Mein Elektro-Ding ist halt schon voll. Ja. Sehr schön. Haben wir nochmal schön aufgestockt, was. Nochmal Reward hat jetzt nichts gebracht. Nee, absolut nicht. So, und jetzt kriegen wir wieder Sagittarius. Bitte nicht. Ich kann ihn nicht leiden. Ich hab's gejinxt. Wieso hast du das gesagt? Warte, ich muss doch, noch mehr mit dir flirten. Doch, können wir wieder gehen? Ich will ein Date mit dir. Du hast doch gesehen, dass mein Charakter auf sie steht. Ich muss zugeben, ich kann deinen Char verstehen. Auch wenn ihr ein Auge fehlt, ich eine hübsche Dame. Wolves Attack! Oh, ich mag das. Ich mag das. Das macht ordentlich. Aua! Wer hätte sich nicht weggeportet? Ja. Einfach nur nicht in den Fadenkreuzern stehen. Sagittarius ist der Schütze. Darf man nie vergessen. Auch wenn der Chakram dann wenig Sinn macht. Ach komm. Okay, hier kann ich nicht gehittet werden. I hate it. Ich hasse es, ich will nicht. Oh, aua. Na, ich bin tot. Shit. Sie hat uns Moron genannt. Das Gute ist, dass die erstmal eine Weile braucht, bis sie angreift, bevor sie da was tut. Deswegen war das gerade ein sehr, sehr guter Moment zum Wiederbeleben. Ah, shit. Na komm, guck, dass du sie vielleicht einmal gekillt kriegst. Sie hat nicht mehr so viel. Meteore waren ready. Ja. Let's go. Boah. Das stimmt. Sie redet obviously mit dir. Ich hab ja auch gesagt, das stimmt. Ich hab's nicht Das Ding hier ist auf jeden Fall schon auf Maximum. Ein Frostbite. Du hast auf jeden Fall richtig viel mit Eis. Hört auf Meteor, to be fair. Ja, die Meteore, die sind jetzt auch nicht so krass. Nehme ich. Ich glaube, mein Teil hier ist sogar komplett mit Poison, also. Genau, das und das letzte brauche ich jetzt eh nicht.
Schade, dass man nicht hier sagen kann, hey, ich nehme die mit. Wer soll nun ein Date mit dir? Was ist das? Nächstes Kapitel. Nächstes Kapitel unserer Pein. This place. Is a giant aquarium? Ja, stimmt, wir sind jetzt in der... Sind wir in der dritten? Wir sind bei der dritten, ne? Ja. Drei Plasma habe ich schon. Ich nehme die Chance zu elektrifizieren. Als ob ich nicht schon genug damit habe, mit den Viechern. Du bist eine ganze Fettling-Armee. Ich werde aber auch dazu gedrängt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob deine auch geboostet werden. Bezweifle es. Dann nehme ich eher die Nimbus mit, glaube ich. Weil ich habe ein bisschen über mit Elektrizität. Mm. Spirit Swords increases the by defense stance time and decreases the by damage. Nee, da würde ein Schaden nicht runtergehen. Ich würde sogar sagen Revolt. Ja. Wenn Enrage und eher Revolt. Würde ich zumindest sagen. Ja, das ist noch schlechter. Kannst du noch zweimal Revolen? Wait, what? Du machst dann einen zweiten Punch, so gesehen, und der ist wesentlich heftiger. Alter. Muss dann aber zwei Sekunden länger warten. Es sind zwei Sekunden ist nicht so viel. Wie viel Pech haben wir eigentlich, dass in der Chamäleon nicht ein einziges Mal bisher auftaucht? Kann ich mir das irgendwie? Ah, doch, da. Ja, wenn du da drauf guckst, dann kannst du nochmal nachsehen. Ist es bei Damage? Genau, jetzt habe ich mehr, ein bisschen mehr Cooldown. Hoffe mehr Damage, ein zweiter Angriff und Ignition. Ich kann meine Rockets recht schnell rufen, aber leider sind sie auch schneller weg. Ich glaube, von mir kommen übrigens die ganze Zeit diese Laser. Weil das Plasma ist der Laser. Oh, hallo Katze. Bin ich. Achso, ich bin tot deswegen, hä? Ich hab mich schon gewundert, hä? Ja, der Frosch hat einmal eben kurz einen auf Rocket Jump gemacht. Der hat einen Jetpack aus sich selber gemacht. Ja. Ja, einmal Gambit aussuchen. So, jetzt lasse ich mal kurz nachschauen. Oh, voilà, da wollte ich nicht drauf, ich wollte hier drauf. Hier habe ich überall Feuer drauf. Hier habe ich. Kann ich theoretisch überlegen, auf Feuer zu gehen? Ich brauche gar nicht lange überlegen, was ich haben will. So, jetzt ist das nämlich auch geboostet. Jeder Hit macht safe einen Vulnerability. Das heißt, ich werde das definitiv immer und immer wieder voll machen. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Ich gehe auf Feuer auf das eine. Celeritas hat so viele Hits. Das One Burn. Welcher Move war das jetzt nochmal? Der hier, Tiger, das ist nur ein Hit. Und zu Wisps. Klingt nicht verkehrt. Ja, dann machst du auch Feuerschild. Komplett. Nur der andere Feuerschild ist ja jetzt komplett sinnfrei. Weil, wie gesagt, das deckt sich nicht. Das ist wichtiger als die Tränke. Ja. So, mach ruhig dein Lebensding höher, ne? Das war das, ne? Ja. Das auf jeden Fall. Das packe ich mal bei Gravitas mit drauf. Ich könnte das einmal voll boosten.
Willst du den Gambit Sword haben? Ja, dann kann ich nämlich die Pacification mitnehmen. Guck, hab das jetzt direkt auch voll. Warum kaufst du... ja, gut, kannst bei dem einen den Feuershit wechseln. Da, wo du 20% ja. Chance hast. Nicht der, der safe gönnt. Nee, der hier. Weil es deckt sich ja leider nicht. Ja, lass dann lieber behalten, weil... Ich denke, das Bait sind wir gerade ganz gut bedient. Ja, denke ich auch. So, wen glaubst du, haben wir vor uns? Aquarius? Oder Piscus? Ich glaube an Aquarius. Sir Piscus. Oder? Nee, schlimmer, das war Scorpio. Well, my role here Cancer. Is to protect. Yours is to destroy. Protect whom? Der Krebs, oder? So young. Auch da auf die Vögel. Aber ich sag dir doch, achte auf die Vögel. Im Bestfall stehst du hinter dem Teil. Oh, ich habe mal meine Probleme, dem Move auszuweichen. Ja, ich kenne das Problem. Er hat 10 Vulnerability. Und hat dann den Schild aktiviert. Ich hasse dich gerade so sehr. Ja. Aua. Bleib, geh weg von mir. Der hasst mich gerade. Boah. Wie gesagt, der hasst mich. Ich mag er, mich nicht. Ist ja guter Damage. Ja, war schön, dass er auch noch stehen geblieben ist. Bei dem Vogel musst du dich fallen lassen. Bei dem lilanen. Du darfst dann nicht wieder oben bleiben. Ja, das Teil bringt schon sehr stark. Du musst hinter das Ding. Ich hab's versucht. Mag der mich? Hm. Du machst das. Oh, so früh. Na, schade. Oh, ich hatte einen Leck, ich konnte nichts tun. Genau, und du mal, wo er angegriffen hat. War ein relativ guter Run. Ärgert mich. Sowas ärgert mich, wenn ich wegen einem scheiß Leck verliere, weil der genau kommt in dem Moment, wo der. Oh, wir haben ein neues Upgrade freigeschaltet bei der Tusse. Das ist nice. Bitte lass es das sein, dass man die Basic Attack-Dinger re-enrollen kann. Das würde ich auf jeden Fall einmal mitnehmen. Was ist es? Für das Leftover. Wenn Savaging a Spell increased chance to drop a Purpose Feeder by 5. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir einen Spell wegschmeißen, dann besteht die Chance, dass der auch eine Feder fallen lässt. Das ist halt echt nicht schlecht. Das kann auch so viel ändern. The Coral Archipelago was filled with really cute algae I used for potions and stuff. Also ich fand die Algen jetzt nicht unbedingt putzig, aber du weißt schon, wovon du redest, Mädel.
Ein Skin können wir holen. Ich will. Du hast eine blaue Hose. Geil. So. Wir haben zweimal Zodiex. Sagittarius. Once upon a time, there was a girl from a street called Akella. With her big sister, a strict and severe brat, Akella hungrily gazed at the food stands with her stomach was growling loudly. But her family creed forbade thieved. Akella had once tried to steal and was hit by her sister. When she tried a second time, she gouged her eye out. Such was the way of their family. They did not steal, and then this very big sister ended up disappearing without a trace. Die hatte eine tolle Schwester. Der gehört dir. The child had never a name nor memories. And the experiment that magically joins its brain to the golem's caught him unfathomable psychological trauma. His soul, split in two, filled the creature's empty innards with raw energy and was rent asunder, torn apart between two bodies that were now inexcritably linked. The gut, dass ich nicht der Einzige mit Englischproblemen bin. Nee, eigentlich kann ich sehr gut Englisch, aber manche Wörter muss ich jetzt zweimal lesen, bevor ich weiß, was sie bedeuten. Deswegen hänge ich manchmal. Ganz bei der Weapon anfangen. The weapon began hearing voices, remnants of a half-life, thoughts that were flying by, nightmares and strange desires coming from the scientists. The creature became mad and was set aside. Ja, haben dadurch auch nochmal ein paar Punkte bekommen. Hier können wir auch nochmal ein paar Punkte gönnen. 2000 war nochmal, dass man das nochmal mit den Federn aufbessern konnte. Keine Ahnung, ich hab nicht drauf geachtet. Zur Not, wir laufen ja jetzt gerade an der vorbei. Das würde ich tatsächlich den Drachen sogar noch vorziehen, weil die Chance, dass dann jedes Mal eine Feder droppt zu 20%, das wäre eigentlich ultra geil. Da könnten wir ständig unsere Spells verbessern. Oh, für mich ein neuer Zauber. Thanks for your patronage. Okay, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Macht wahrscheinlich gut Damage, ist aber auch leider gerade der einzige Zauber, den wir bekamen. Ansonsten ganz links die... Ach ja, wegen dem Skin. Ja, Hose. Noch ein Run lohnt sich heute nicht mehr, ne? Nee, glaube ich nicht. Aber hey, wir können jetzt Federn bekommen. Ne, das ist ganz ohne cool. Ende. Sind aber nur die Einserfedern, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Also es besteht jetzt nicht die Chance, dass diese Ultrafeder kommt. Da hat es ja mal richtig Luck. Das ist ja... Drop a Pervos Feather. Es heißt nicht, dass es irgendwie eine Einser ist. Es kann auch eine Zweier oder so sein. Oder sowas. Übrigens, hier dran lag es nicht. Das hat nur die Kosten gesenkt. Ja. Also du hattest da wirklich ultra Luck, dass es diese plus 5 Feder war. Ich glaube, das ist auch die beste Feder, die du bekommen kannst. Und jetzt stell dir vor, wir haben öfters diese Chance, einfach diese Feder zu bekommen, diese 5-fach. Ja, das stelle ich mir schon geil vor. Ja, vor allen Dingen können wir dann auch mehr diesen Altar dann ausgeben. Dann können wir sogar da noch ein bisschen mehr boosten. Ja. Ich gehe mal kurz zum Main-Menü, ich will mal gucken, wie viel Prozent wir sind. Jo. Ja, wir waren bei 43%, wir haben nicht wirklich viel erreicht heute. Das ist wahr. Aber wir haben auf jeden Fall ja was Neues gesehen. Den Mondtraum, den fand ich richtig cool. Diese Yelly-Panik da mit den Drohnen, das war ja auch was Neues, dass dann auf einmal zig Milliarden Kugeln angeflogen kamen. Wenn ich das kriege, nehme ich es auf jeden Fall nochmal mit. Ich wollte die aus Parsec dann jetzt schon mal rausschmeißen, weil wir spielen hier ab dem Punkt ja eh nicht weiter. Jo. Ja, war doch ein relativ erfolgreiches Team. 3% haben wir geholt. War noch nie so erfolgreich. Naja, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich besser laufen, weil wir können ja jetzt jederzeit diese Federn bekommen.
Zumindest wenn wir Spades wegwerfen. Also würde es sich sogar lohnen, die in Shop zu kaufen und einfach wieder zu verkaufen, weil es besteht ja die Chance, dass eine Feder rauskommt. Und das könnte ja, muss ja nicht unbedingt eine Plus 1, es kann ja so eine Plus 5 sein. Wenn wir ganz lucky sind, ja. Wie sehr schätzt du unser Luck ein? Nehmen wir vor, The King Nein. als Beispiel. Absolut nicht. Absolut nicht. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch der heutige Stream gefallen hat, später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch natürlich ein Follow. Und wie immer sage ich den YouTube-Zuschauern als erstes schaut. Die Twitch-Gemeinschaft lade ich gleich noch irgendwo hin weiter. Aber euch, ciao.